Bija, Same. Bija ist Same in den verschiedensten Bedeutungen, ähnlich wie auch im Deutschen das Wort Same verschiedene Bedeutungen hat. Bija ist der Same einer Pflanze. Bija ist auch der Same eines Mannes. Bija ist auch die Essenz von etwas. Bija ist das, aus dem es keimen kann. In diesem Sinne gibt es zum Beispiel Bija-Mantras, über die ich ein anderes Mal sprechen werde. Bija sind aber auch die Samen des Karmas. Es gibt zum Beispiel Bijas, ein Karma muss langsam reifen. Im Sanchitta-Karma, also in dem Speicher des Karmas, ist alles Künftige als Bija schon da, als Same. Wenn das Karma, aus Sanchitta-Karma, zum Prarabdha wird, dann keimen die Samen aus Sanchitta-Karma und schließlich reifen die Früchte und du erntest die Früchte. Bija sind auch deine inneren Gedanken, deine Samskaras. Samskaras sind die Eindrücke im Unterbewusstsein. Es kann sein, dass du viele Eindrücke hast, die du momentan gar nicht lebst. Sie existieren als Bija. Jede Fähigkeit, die du hast und jede Neigung, die du hast, existiert als Bija, selbst dann, wenn du nicht mehr davon weißt. Daher sei auch immer vorsichtig. Angenommen, du praktizierst Yoga eine Weile, dann kann es sein, dass du viele negative Denkgewohnheiten relativ zügig abschalten kannst und dass sie von selbst verschwinden. Es kann sein, dass viele negative Gewohnheiten, ungesunde Gewohnheiten von selbst abfallen. Als Bijas sind sie weiter da. Daher wird empfohlen, sei vorsichtig, sei demütig, sei wachsam. Es kann immer wieder geschehen, dass das, was du denkst, was du schon überwunden hast, wieder keimt. Bijas heißt Same. Same auch der Sankalpas, Same der Gedanken und der Eindrücke im Unterbewusstsein. Es gilt, die Bijas zu transzendieren. Es gibt ein Sabija Samadhi und ein Nirbija Samadhi. Ein Sabija Samadhi heißt, die Samen der Wünsche, die Samen der Eindrücke im Unterbewusstsein bleiben erhalten. Wenn du Nirbija Samadhi erreichst, dann verbrennen die Bijas, die Samen, die Keime. Du verbrennst dein künftiges Karma, Sanchitta Karma, und du verbrennst auch Verhaftungen. Daher Nirvikalpa Samadhi ist Nirbija Samadhi. Samadhi, aus dem keine Samen mehr keimen werden, die dich in Verhaftung und Leid bringen können. So siehst du, Bija hat viele verschiedene Bedeutungen. Bija heißt Same. Bija heißt Same von Pflanzen. Bija ist aber auch im übertragenen Sinne der Same des Karmas, der Same deiner Gedanken, der Same von Wünschen. Es gilt zum einen, Bija zu erfahren als Essenz von allem. Und auf eine gewisse Weise kannst du sagen, Gott ist der Bija von allem. Dann so gilt es, nach Bija zu streben, nach der Essenz von allem, dem Samen von allem, dem Ursprung von allem. Es gilt aber auch, Bija in anderer Hinsicht zu vermeiden. Daher sei wachsam und erlaube es nur, positiven Bijas zu keimen. Erlaube es nur, positiven Gedanken, Samen stärker zu werden. Du kannst nämlich deine Bijas gießen. Du kannst die sattwigen Bijas gießen und so kommen sattwige Gedanken, Keimlinge, Blumen und Früchte. Gieße nicht die tamasigen oder rajasigen Bijas. Indem du sie nicht gießt, keimen sie auch nicht. Sei also bewusst. Viele Bijas da, viele Bijas als innere Karma-Bijas, als Gedanken-Bijas und sieh letztlich Gott als dein tiefstes Bija, aus dem alles kommt und zu dem du zurückkehrst. Bija Same.